Professor Dr. Wolfgang Merbach. Professor Merbach ist Agrikulturchemiker auf den Gebieten der Pflanzenernährung, Rhizosphärenforschung und Düngung. Er war an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg und am Forschungszentrum für Bodenfruchtbarkeit im heutigen Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung Münchberg tätig. Seine Hauptarbeitsgebiete waren die symbiontische Luftstickstoffbindung, die Ökophysiologie, die Rhizosphäre, die Spurengasemissionen in Niedermooren und der Stickstoffumsatz in Agrarökosystemen. Professor Merbach hat mehr als 350 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, von denen viele in internationalen Fachzeitschriften erschienen sind. Heute spricht er zu uns zum Thema Energiewende in Deutschland, Folgen und Herausforderungen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Müller, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich, Herr Müller, bei Ihnen für die sehr kurzfristige Einladung, einen Vortrag zu übernehmen. Und als ich überlegt habe, was ich erzählen kann, habe ich auf einen Beitrag zurückgegriffen, einen populärwissenschaftlichen Übersichtsbeitrag, der gedacht war, sagen wir, zur Ertüchtigung politischer Akteure auf der zweiten Ebene. Denn wenn sich politisch was ändern soll, müssen ja die Akteure sich aus ihren Löchern herauswagen. Das war die Intention und deswegen würden Sie einen Übersichtsbeitrag von mir hören, der in dem Thema, wie es hier ist, die deutsche Energiewende, ich könnte auch sagen Energiewende in Deutschland, Folgen und Voraussetzungen. Na, geht so noch. Ich habe folgende Schwerpunkte, ich weiß nicht, ob ich, warten Sie mal, das war das Erste. Ich wollte eine Vorbemerkung machen. Die sind ein bisschen umfangreich geworden. Die politische Begründung der Dekarbonisierung, also der Energiewendung, geht ja auf zwei Annahmen zurück. Erstens, die Erderwärmung geht auf anthropogenes CO2 zurück. Und zweitens, die Erderwärmung hat katastrophale Folgen. Ich teile diese Auffassung nicht. Richtig ist vielmehr, und da kommen wir zu meinen Arbeitsgebieten auch, erstens, CO2 mit Wasser ist Basis des irdischen Lebens, also auch für uns. Zweitens, hohe CO2-Klimasensitivität ist nicht erwiesen, nach dem, was wir davon wissen aus der Literatur. Drittens, warme Zeiten waren bisher eigentlich für Kultur, Landwirtschaft und andere Dinge gute Zeiten über das bessere Pflanzenwachstum. Damit befasse ich mich auch, aber das ist heute nicht Thema. Große Bevölkerungsanteile, das wissen Sie ja so gut wie ich, und Entscheidungsträger glauben dennoch an die CO2-Katastrophenthese. Deswegen müsste man bei einer Folgeabschätzung der derzeitigen Energiewende einmal fragen, welche Auswirkungen hat sie auf Energieversorgung, Sicherheit, Wirtschaft und Wohlfahrt. Und die zweite Frage, da muss das eigene Ziel, das selbsterklärte Ziel der Energiewende gefragt werden, erreicht sie tatsächlich das Ziel, CO2-Emissionen zu mindern? Ich habe darunter etwas blau geschrieben, wenn zwei verneint wird, und ich hoffe, Ihnen das nachher sagen zu können, dann sollte man nach dieser Frage tatsächlich fragen, denn dass alles gemacht wird und CO2 geht auch nicht runter, dann brauchen wir es ja eigentlich nicht zu machen. So, ich will folgende Schwerpunkte behandeln. Die bisherigen Schwerpunkte der Energiepolitik in Europa und Deutschland, die Folgen der Energiewende in Deutschland, das Krisenmanagement der Bundesregierung und schließlich einige Vorschläge zur Korrektur der deutschen Energiewende. Ich kann natürlich in dem Zusammenhang nicht ausführlich in die Details eingehen, das ist bei übrigens Beiträgen nicht ganz so einfach. Die bisherige Energiepolitik, Punkt 1 in Europa und Deutschland. In der EU, Green Deal, gibt es etwa folgende Schwerpunkte. Erstens werden Investitionen im Fossilbereich und wurden behindert. Dadurch gab es Rückgaben beim Angebot, Rückgänge beim Angebot und im Grunde
sagte ich schon. Zweitens Verteuerung der fossilen Energieträger durch Verknappung der Emissionszertifikate. Allein von 2020 auf 21, von 20 über 60 zu 60 Euro Tonnen pro CO2 habe ich von Herrn Farnhold entnommen. Verknappung des fossilen Angebots durch stillgelegte Kohlekraftwerke. In Europa sind seit 2017 mehr als 20 Gigawatt Kohlekraftwerke stillgelegt und wir als Weltmeister oder europäischer Meister haben davon die Hälfte bewerkstelligt. Der Ausbau von Wind- und Solarenergie, aber in der Regel kein Kernkraftausstieg. Kommen wir zur deutschen Energiewende. Da gibt es einige Besonderheiten, die heute schon gesagt worden sind. Die deutsche Energiewende setzte einseitig auf Wind, Photovoltaik, raschen Doppelausstieg aus Kohle und Kernenergie und auf russisches Erdgas zur Lückenfüllung. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Die deutschen Maßnahmen sind etwa folgende. Erstens, seit 1990 vorrangige Netzeinspeisung von Wind- und Solarenergie und deren Subventionierung. Der Wert, den ich bis 18 gefunden habe, es waren insgesamt 240 Milliarden Euro. Zweitens, Stilllegung der Kernkraftwerke bis 2022, haben wir eben gehört. Dann der Ausstiegsbeschluss 219 aus der Kohleverstromung bis 2038. Und hier habe ich Ihnen eine Darstellung gebracht, die kommt von der MIKAG, also hier der Mitteldeutschen Energieunternehmen. In dieser Zeit werden also 52 Gigawatt bei einer Jahreshöchstleistung von ungefähr 82 Gigawatt abgeschaltet. Und Sie sind im Grunde ja schon, wir sind ja schon im Jahr 22, ein Teil davon ist geschehen. Und was die Folge dann ist, das werden, haben Sie ja eben schon gehört in den vorigen Vorträgen. Wir haben also ganz bewusst unsere gesicherten Energie zurückgeführt und wir haben nicht geschaut, was stattdessen kommen könnte zur Kompensation. Herr Professor Schwarz in Cottbus sagt, wir sind in einem Flugzeug gewesen, dann sind wir aber ausgestiegen, unterwegs überlegen uns jetzt, aus welchem Stoff der Fallschirm gebaut wird. Das ist die Lage richtig beschrieben, denke ich. Dann das vierte, die Planung neuer Gaskraftwerke, sagte ich schon, die Größenordnung, darüber kann man streiten, je nach Quelle findet man unterschiedliche, sind jedenfalls erheblich, 23 bis 40 Gigawatt. Vier sind bisher angeschoben, sagt Herr Hennig aus Brandenburg und die Basis war der damals billige russische Gastransport. Dann kam fünftens nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, das sehr umstritten ist, das Klimaschutzgesetz wurde verschärft. Erreichung der Klimaneutralität für 2045, also früher als die anderen, Erhöhung der Emissionssteuer, da beziehe ich mich auf Herrn Lüning, für 2022 ist also diese Steuer tüchtig erhöht worden. Wie es weitergeht, wissen wir nicht. Vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen gestoppt. Und es wurden den einzelnen Wirtschaftsbereichen als jährliche Sektorziele per Verordnung die Vorstellung, die erlaubten CO2-Mengen vorgegeben. Sechstens, trotz Preisanstieg im Jahr 2021, ich komme gleich darauf zurück, am Gas- und Strommarkt, seit Mitte 2021 hat man in der Ampel die Kohleverstromungsausstieg zumindest geplant auf 2030 vorgezogen, wieder um 8 Jahre. Eigentlich idiotisch, wenn man das vorher kennt. Und B, Abschaltung der drei Kernkraftwerke Ende 2021, deren Stromproduktion, wie es schon gesagt worden ist, 5 Gigawatt etwa für ca. 10 Millionen Haushalte reichen würde oder gereicht hat, trotz vorhandener Defizite durch Gasstromung kompensiert werden mussten. Das ist zunächst die Lage. Die Folgen der deutschen Energiewende, und damit komme ich zum zweiten Punkt, sind zunächst einmal die Erhöhung der Energiepreise ab Mitte 2021. Erdgas, Strom, Öl und Kohle und Gas werde ich dann zeigen. Verschärfung durch den Ukraine-Krieg, besonders beim Erdgas. Und Deutschland ist natürlich besonders betroffen wegen des Doppelausstiegs aus Kohle- und Kernkraftwerken und einseitiger Orientierung auf Wind, Solar plus russisches Gas.
Die Gaspreise haben sich 2021 vervielfacht. Ich nehme das von Herrn Farnhold. Und nach der Ukraine verachtpacht, das sehen Sie hier, das war dieser Ausstieg war zunächst mal in Verknappung, kein großes Problem während Corona. Aber 2021 ging die Wirtschaft wieder los und dann mussten teure Gaskraftwerke zur Stromerzeugung einspringen. Wir hatten eine Gasverknappung und dadurch stiegen die Preise und Sie sehen es ja hier, die Preise sind auf der Ordinate angegeben, die Zeitachse ist die Abszisse und Sie sehen hier, dass der erste Anstieg, der ist schon ungefähr eine Verdreifachung, wenn Sie die absoluten Werte angucken, dann auf höherem Niveau weiterginge, mit der Ukraine-Krieg wieder mit einer Spitze äußerte, aber auf einem höheren Niveau blieb und nach der ausbleibenden Lieferung sind sie ganz mächtig hochgegangen, inmitten inzwischen auch wieder ein bisschen nach unten, aber es wird an der generellen Preissituation gar nichts ändern. Die Strompreise allein, ne? Will nicht, da muss ich wieder vor. Die Strompreise, die durch Zertifikatehandel erzielt worden sind, sehen Sie hier auf dieser Folie. Hier ist der Preis, oben ist die Skala ein bisschen gedrängt und Sie sehen also, dass dieser Strompreis sich ungefähr verdreifacht hat, der auf die Zertifikate zurückgeführt werden kann. Der Strompreis am Terminmarkt zeigt 2021 genau dasselbe, einen starken Anstieg. Ich zeige Ihnen nachher noch dann den Fortgang. Und der Strompreis an der Börse hat dasselbe im Grunde. Sie haben hier die Zeitachse, hier haben Sie die Preise und Sie sehen schon Mitte des Jahres 2021 ist dieser Anstieg zu sehen. Ich zeige Ihnen dann, wie es noch weiter nachgegangen ist. Der Börsenstrompreis ist dann angestiegen in der Spitze und wie ich Ihnen gezeigt habe, dann bis zur Ausfall der Gaslieferung nach oben gegangen, ist aber dann wieder einen gewissen Abwärtstrend zu sehen. Dasselbe gilt für die privaten Haushalte und die Landwirtschaft. Da haben Sie die Halbjahre von 2008 bis 2022, das ist ein Irrtum hier in der Vorlage, sehen Sie und Sie sehen, dass der Preis schon über Jahre nach oben ging, dann im Jahr 2021 beginnend stark nach oben ging und durch die Ukraine dann noch weiter nach oben getrieben wurde. Und das sind die Strompreise in Europa für private Haushalte und die Landwirtschaft. Und Sie sehen den Weltmeister, Deutschland, damals mit 30 Cent ungefähr, gefolgt von Dänemark, Österreich und von Italien. Die Quelle habe ich da oben angegeben, eine statistische Quelle, und Cent je Kilowattstunde in diesem Jahr. Das ist das, was die Bevölkerung bis 21 zu zahlen hat. Was dieses Jahr kommt, wissen Sie ja alle selber. Die Folgen der Energiewende in Deutschland ist zweitens die Verteuerung von Erzeugerpreisen und Produkten. Ich zeige Ihnen zunächst eine Folie von Herrn Farnhold. Nach der die Stromsteigerung ist das eine und dann kommt das Brennstoffhandelsgesetz, die im Grunde 30 Euro pro Tonne CO2 für Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas zu zahlen sind und für ein mittelständisches Unternehmen mit 100 Millionen Kilowattstunden Mehrkosten im Grunde angesetzt werden muss, was natürlich für den Erzeuger eine ganz mächtige Belastung ist. Die Preise für die Rohstoffe pflanzen sich also fort. Und Sie sehen hier die Düngemittelpreise in Bayern, das können Sie auch verallgemeinern, von 2019 bis 2022. Die Quelle ist Agrar heute, aber das ist im Moment nicht wichtig, kann ich Ihnen aber liefern. Und Sie sehen also ab 2021 einen starken Anstieg in der zweiten Jahreshälfte und dann einen weiteren Anstieg hier beginnend im Jahre 2020 geht es noch mal ein bisschen hoch. Die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahr im Prozent sehen Sie hier. Erzeugerpreise im Schnitt ohne Energie gerechnet ist die untere Kurze.
der untere kurze Balken und oben sehen Sie Heizpellets. Sie können durchgehen durch die ganze Palette. Wir haben überall eine mehr als 200-300%ige Preiserhöhung. Und Sie sehen, da ich ja auch Agrarwissenschaftler bin, habe ich die Weizenpreise genommen. Sie sehen die Erhöhung der Weizenpreise nach Schneider von 19 bis 21. Und Sie sehen also genau dasselbe Bild. Die Folgen der Energiewende für Deutschland im Mittelstand und Industrie sind Insolvenzen. Herr Habeck nennt das natürlich anders, aufhören mal vorübergehend. Aber und Abwanderung. Beispiele, da wir hier sind in Merseburg, der Chemiestandort Leuna hat nur noch 50% seiner Produktion. Die Stickstoffwerke Piesteritz bei Wittenberg haben die Düngemittelproduktion teilweise eingestellt. Die Stahlkonzerne, die Sie hier unten alle sehen, legen Anlagen still. Dann die Aluminiumbranche kollaboriert. Und wir haben Abwanderung und Produktionseinstellung bei den Großanbietern der Windindustrie. Die Gefahr einer Deindustrialisierung ist natürlich im Grunde klar abzusehen. Und da verweise ich auf die Dokumentation vom Institut Bergstraße. Ich tippe es gerade mal ein, da gibt es ja diese Aktion Rettet unsere Industrie. Und das sollten Sie ruhig mal durchlesen. So, wir kommen dann drittens, Wohlstandsverlust für Bevölkerung durch Inflation, Insolvenzen und Industrieabwanderung muss ich nicht kommentieren. Es ist logisch, dass sich das fortpflanzt. Ich will nur eins zeigen, die Inflationsrate in Deutschland von Oktober 21, das ist da ganz vorne, bis zum Oktober 22. Da sehen Sie also eine ganz tüchtige Steigerung, aber man muss natürlich hier wenigstens entschuldigen sagen, dass teilweise da auch die Geldpolitik der EU dran schuld ist, der Europäischen Zentralbank, denn sonst wäre es nicht ganz so hoch gewesen. So, die vierte Frage, und die ist heute schon ausführlich behandelt worden, wir haben eine Gefahr der Strommangelwirtschaft, wir haben sie eigentlich schon, insbesondere bei Dunkelflauten im Winter. Die Gefahren bestehen in Energierationierung, erstens, in gezielte Lastabwürfe zur Netzstabilisierung, das ist gesagt worden, unfreiwillige regionale Abschaltungen und am Ende Blackouts und die Abhängigkeit, heute auch gesagt, ganz eindeutig von Importen. Ob die kommen, ist eine ganz andere Frage. Ich habe Ihnen hier mal die Lastabwürfe schon bis 2017 gezeigt. Es ist in meinen Vorrednern ist gesagt worden, wie hoch es jetzt ist. 6.000 so etwa, Sie sehen also, das steht steil bergauf, aber das ist schon eine lange Entwicklung seit 2014, sagen wir mal, dass diese Knappheit sich auch mit der zunehmenden Regulations, na sagen wir mal Zwang zur Regulation niederschlägt. Ich habe das nur genommen, weil ich auf die Schnelle in der Woche nicht alle Unterlagen habe heranholen können, aber es zeigt, wie die Tendenz ist. Und wenn wir uns das mal angucken, das ist der Januar 2017, schon ein Stückchen her, da haben wir die Gigawatt, die gebraucht worden sind, die schwarze Linie ist der tatsächliche Verbrauch. Und dann haben Sie den Anteil von Biomasse, von Wasserkraft, von Wind offshore und Wind onshore und von Solar. Und Sie sehen also in diesem ganzen Monat, ist genau nichts gekommen von den Erneuerbaren, den viel gerühmten Erneuerbaren. Und das ist eine Situation, die realistisch ist. Und die Folgen hat ja Herr Haferkorn, wie ich meine, sehr gut ausgemalt. Die Katastrophenszenarien sind übrigens im Bundestag seit 2010 bekannt. Es werden bloß keine Schlussfolgerungen gezogen. Die Folgen der Energiewende für Deutschland. Ich hatte gesagt, ich will auch die CO2-Frage mal ankündigen, obwohl sie für mich eigentlich keine Rolle spielt. Erreicht die bisherige deutsche Energiepolitik ihr Ziel, substanziell zur globalen CO2-Emissionsminderung beizutragen? Da möchte ich Ihnen gerne zwei Folien zeigen. Die kennen Sie vielleicht schon. Erstens, Sie haben hier die CO2-Minderungszusagen zum Pariser Abkommen, Quelle die kalte Sonne Farnhold und ergänzt durch Herrn Bennert.
aus Weimar. Und Sie sehen hier im Grunde die USA, Sie sehen Europa, Sie sehen Deutschland, Indien und China. Und Sie sehen, was Deutschland da macht und Europa ist eigentlich völlig belanglos oder sehr wenig belanglos für die gesamte Welt. Denn China darf alleine und Indien mit und einige Staaten anders sehr viel mehr ausstoßen als das Pariser Abkommen. Ist kein Minderungsabkommen, ist ein CO2-Erhöhungsabkommen, wenn man es echt nimmt. Minderungseinkommen nur für die reichen Industriestaaten. So, und hier zeige ich es in der Bilanz. Links USA, Japan, Kanada, Russland, Australien, Brasilien. Die Minderungszusagen, die sogenannten Zusagen von China und so weiter, können Sie hier rechts sehen. China, Indien, Indonesien, Mexiko, Südkorea, Südafrika, Türkei, Argentinien. Andere spare ich mir, sind dann ein Vielfaches höher. Natürlich, irgendwann sagen Sie, wollen Sie trotzdem einsteigen, aber noch nicht jetzt, denn China ist ja ein Entwicklungsland, wird ja von uns gut bezahlt. Die Folgen der Energiewende sind folgende, ich fasse es als Zwischenphase zusammen. Verknappung und Verteuerung der Energie durch den Doppelausstieg, unzureichende Kompensation der entstehenden Defizite, Anstieg der Erzeuger- und Produktpreise. Sichere und bezahlbare Energieversorgung ist nicht gewährleistet. Die Gefahr der Deindustrialisierung und des Wohlstandsverlusts stehen im Raum. Fatal ist, dass der deutsche Sonderweg das ausdrücklich angepeilte Ziel der CO2-Verminderung nicht erreichen wird, auch dazu nicht beitragen wird. Also im Grunde die Vorbildwirkung null. Wir kommen zum Krisenmanagement in Deutschland. Die Erwartung wäre gewesen, spätestens im Februar 2022, dass die Regierung unverzüglich alles in Angriff nehmen würde, um die Nutzung auch einheimischer Energiequellen zur Behebung des akuten Defizits zu erreichen. Und das war eindeutig nicht der Fall. Stattdessen, es ist gesagt worden von meinem Vorredner, zögerliches, widersprüchliches Agieren, keine realistische, zukunftsträchtige Lösungsansätze, festhalten am bisherigen Weg, ich komme gleich drauf, mit temporären Reparaturen würde ich es nennen, müsste man natürlich in Anführungsstrichen setzen, um eine vermeintlich kurze Durststrecke, Atomsache mit April zeigt das ja, dass er glaubt, nach dem nächsten Winter geht alles gut oder man meint es zu glauben. Und positiv ist zunächst mal, auch das ist gesagt, und Hilfspakete verschiedenster Art, auch Preis, sagen wir mal Bremsen oder Preisdeckel zur Abfederung der finanziellen Lasten, die ja jetzt loslaufen. Aber sie werden weder ausreichend noch langfristig vor den Folgen der Energie- und Versorgungskrise schützen, solange die Angebotsseite nicht in Ordnung gebracht wird. Das ist das Wichtigste, das Angebot ist es, was wir brauchen. Und da wollen wir doch mal hingucken, was die Regierung macht. Die Maßnahmen zur raschen Verbesserung und Sicherung des Energieangebots sind meines Erachtens untauglich. Erstens, man will ein Kohlenstromverstromungs Ende haben bis 2030 und hundertprozentige Stromerzeugung aus Erneuerbaren 2035, so sagen sie Chefs der Grünen, ist zitierfähig. Und wir haben im Grunde, das ist eine glatte Illusion. Erstens, bei 2000 Gigawatt, das gilt nur für die Windindustrie, von dem sogenannten Osterpaket, zu installierender Leistung werden jährlich 5.000 Anlagen über 10 Jahre lang nötig und in den letzten Jahren zum Vergleich haben wir pro Jahr 2 Gigawatt realisiert. Eine völlig illusorische Sache, das anzuführen. B, wir haben Abwanderungen und Insolvenzen bei Großanbietern der Windkraftindustrie und mehr als 50% der Rohstoffe kommen zurzeit von China. Ich will es nicht weiter ausführen, gibt es genügend Literatur. Drittens, und das ist ganz wichtig, deswegen gehe ich da nochmal drauf ein, diskontinuierlich schwankende Quellen. Und das ist Sonne und Wind und die wollen wir ja verdreifachen. Und zwar bei beiden, bei Wind und bei Solar, wenn es nach Herrn Habeck geht. Und die werden den Strombedarf nie allein decken können, weil die täglichen und saisonellen Versorgungslücken zuverlässig geschlossen werden müssen. Ohne großtechnische und rentable Stromspeicher, und die werden da, verwette ich, in 10 Jahren vielleicht immer noch nicht zur Verfügung sein, kann Versorgungssicherheit nur durch konventionelle Kraftwerke, also Backup,
Systeme, also Kernkraft, Kohle und Gas, gewährleistet werden. Da hilft der massive Anbau von Wind und Solar gar nichts. Die Versorgungslücken bleiben bei Windstille und Dunkelheit bestehen. Und wir brauchen die Bauer, die Ersatzkompensation durch Backup, nicht nur für eine Brücke, sondern wir brauchen sie dauernd, wenn wir allein auf Sonne und Wind setzen. So, und das will ich Ihnen mal an dieser Kurve hier zeigen. Im September 2022 ist das aufgenommen. Sie sehen also, die installierte Leistung Wind und Solar ist oben die große rote Linie. Die realistische Lieferung ist in dem Monat das Blaue und das Gelbe. Windenergie und Wind und Solar kommt das Gelbe noch drauf. Und Sie sehen also nicht in einem einzigen Tag in diesem Monat September, der zugegebenermaßen windstill war, ist auch nur die Hälfte des Verbrauchers, der lag nämlich zwischen 60 und 70 Gigawatt, überhaupt erreicht worden. Das ist die Realität, so wie es ernst wird. Es nützt summarische Aufrechnung, ob ich 40% habe beim Strom, aber nützt überhaupt nichts. So, nun zeige ich Ihnen mal das Szenario nach Herrn Farnhold, aber die eigentliche Quelle liegt bei Vernunftkraft. Sie haben hier die dreifache Menge fiktiv an Solar und an Wind. Und Sie haben den Verbrauch, das ist das hier, diese gezirkelte Kurve. Und Sie sehen also, zu vielen Tagen überschießt die Windenergie und die Solarenergie, insbesondere bei der Windenergie ist es noch nicht so schlimm, wir kommen selten in den Bereich der Deckung des Bedarfs. Und wir haben also viele Teile, wo da vorne auch, wo irgendjemand anders, nämlich bisher die sicheren Energie, eingreifen müssen. Das werden wir in Zukunft möglicherweise nicht mehr haben. So, und da kommt das, was ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe, wie es extrem aussieht oder sehen könnte. Nur, dass man sich ein richtiges Bild macht, welche Größenordnungen das sind. So, und dann kommt der vierte Punkt, nämlich die hundertprozentige Deckung des Primärenergiebedarfs. Also Strom, Verkehr, Heizung, Industrie durch Erneuerbare ist eigentlich für mich nicht vorstellbar. Und zwar, einer meiner Vorredner hat es schon gesagt, jetzt haben wir ungefähr 16% Erneuerbare am Primärenergiebedarf. Davon ist das wesentliche Biomasse und die können wir nicht endlos erhöhen wegen Nahrungsmittel- und Futtermittelproduktion und nachwachsenden Rohstoffen. Wir haben dann Biokraftstoffe und alles sowas, Wasserkraft ist bei uns auch nicht erhöhbar und Photovoltaik und Windkraft sind jetzt zusammen 5,1%. Das sind bis 100% eine Riesenspanne, aber wir müssen davon ausgehen, dass die heute 65 bis 80 Gigawatt Bedarf im Grunde mächtig ansteigen werden, wenn wir nämlich Mobilität, Heizung und Industrie elektrifizieren. Da brauchen wir mindestens das Vierfache, sagt der Bruder Müller von der BASF, und da meint er nur die Chemie. Also das ist für mich nicht vorstellbar, dass allein, dass die Fläche dafür reichen würde, dass die Menge dafür reichen würde, dass das gemacht werden könnte. Das halte ich für eine reine Utopie und sie wird wahrscheinlich auch nicht kommen. So. Die weiteren Krisenmanagementsbeiträge sind Bau neuer Gaskraftwerke, 23 bis 40 Gigawatt. Andere sagen, je nach Elektrifizierungsszenario bis 75 oder höher. Über den Gasimport soll das gewährleistet sein. Ich sehe im Grunde nicht, dass das realistisch ist bei der Gaslage weltweit. Und deswegen meine ich, dass dieses Gasdefizit will die Regierung zunächst durch Import von exorbitanten, teuren, gefreckten Flüssigkeit ausgleichen. Dadurch gibt es eine Erhöhung der Energiepreise, ist darüber geredet worden, und die EU macht noch Folgendes, sie verdrängt die Entwicklungs- und Schwellenländer vom Markt durch die Umleitung der Flüssigkeitsgasschiffe, die im Atlantik, jedenfalls vor unseren Küsten, schon hin und her schwimmen, weil der Preis ja höher werden könnte, und die Folge ist, dass zum Beispiel Bangladesch Blackouts hat, es Indien fährt neue Kohlekraftwerke hoch. Wo bleibt dann die viel zitierte Moral? So höchstens eine doppelte. So, und drittens,
Thema meine ich hier, wir verweigern, das heißt die Regierung verweigert die Erschließung und Nutzung einheimischer Gasvorräte. Ich habe hier mal aufgeführt, wie überall Gas liegt in Deutschland. Und hier sind wir zum Beispiel im Bereich, wo wir jetzt hier tagen. Und auch im Norden von Sachsen-Anhalt. Sie sehen es, und es sind 2,8 Billionen Schiefergas und Flözgas, sind auch noch einiges an konventionellen, Sie sehen, zu fördern. Und die Erschließung, sagen die Kollegen von der Bergakademie Freiburg, sind relativ schnell und kostengünstig möglich. Könnte uns Jahrzehnte versorgen. Wir brauchen das teure Zeug gar nicht anderswoher. Was ja übrigens auch gefreckt ist, aber der Hauptpunkt ist nicht, dass sie das nicht wollen, sondern wollen das Fracking-Verbot nicht aufheben. Weil sie Angst haben, wieder aus irgendwelchen Gründen, das übermäßige Angst. Ich kenne die Verfahren einigermaßen theoretisch, wie sie heute laufen. Das ist also, das Fracking-Verbot ist es und keiner der politischen Akteure tritt dem jetzt nahe. Na? Dritter Punkt ist Aktivierung von 9,5 Gigawatt Kohlekraftwerksleistung. Instrument Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz. Aber weiterhin ist im Grunde, Abschalttermine werden eingehalten nach dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz. Die sind übrigens viel länger, die Namen der Gesetze. Ich habe es ein bisschen eingekürzt, wie es allgemein gemacht wird. So. Und da sieht man schon, dass im Grunde eine Konfusion drin ist. Das können Sie an der jetzigen Bundestagsfraktion im Ausschuss, weiß nicht, für Wirtschaft sehen. In Nordrhein-Westfalen ist ja ein Deal gemacht worden, ein fauler Deal. Die Blöcke Neurath D&E bis 2024 im Austausch zur vorgezogenen Stilllegung von 2038 bis 2030 der anderen Kraftwerke, der anderen Kohlekraftwerke zu genehmigen. Das sind die Bundesdrucksachen, da gibt es ein Gutachten von Herrn Hennig, da steht alles ausführlich drin, ich muss es also hier nicht zitieren. So, dann die Abschaltung der restlichen drei Kernkraftwerke, nun jetzt im April als Notmaßnahme über den Winter. Was das bedeutet, Atomkraftwerke, oder energiemäßig hat der Haferkorn ausführlich dargestellt, muss ich nicht tun. Entgegen einem Vorschlag des Rates der Wirtschaftsweisen, entgegen dem IPCC und EU-Empfehlungen. Das Angebotsdefizit übrigens, was dann auftreten würde, müsste zusätzlich durch Gaskraftwerke ausgegriffen werden, obwohl jetzt schon 13% des Erdgases in rund 26 Gaskraftwerken verstromt wird. Und das Gas eigentlich ganz dringend für Industrie und Heizung gebraucht würde. Ausgleich durch Erneuerbare, übrigens gibt es keine erneuerbare Energie, aber ich mache es mal so in Anführungsstrichen, würde mehrere Jahre dauern. Habeck-Vorschlag, Ölkraftwerke, Kraftwerksschiffe, ja, das ist Entwicklungsländerpotenzial mit einer schlechten sogenannten CO2-Bilanz. Paradoxon ist, Kernkraftwerke arbeiten fast ohne CO2-Emissionen, würden daher das selbstgewählte Ziel der Dekarbonisierung fördern können. Aber es wird abgelehnt. Und schließlich als fünftes die Ablehnung der Aufhebung des faktischen Verbots der CO2-Abscheidung und Speicherung. Paradoxon ist dasselbe. Gas-, Kohle- und Ölkraftwerke emittieren CO2. Wenn wir also Dekarbonisierung haben wollen, müssten wir das sofort machen, zumal das in Deutschland entwickelt ist und nach Kanada verkauft worden ist und Norwegen uns anbringt. Frage, warum dann überhaupt eine Energiewende, wenn diese Motivation nicht mehr zieht. So, und ich komme, ein Zwischenfazit und dann kommen noch zwei Seiten Schlussfolgerungen. Krisenmanagement in Deutschland als Zwischenfazit. Das bisherige deutsche Krisenmanagement wird eine sichere und bezahlbare Energieversorgung nicht wiederherstellen und die Gefährdung für Wirtschaft und Wohlfahrt nicht beseitigen. Ebenso wenig wird das erklärte Ziel der Dekarbonisierung erreicht. Die deutschen CO2-Emissionen werden steigen, auch absolut. Nicht nur in ihrer Größe insgesamt, sondern sie werden steigen. Und die viel besprochene Vorbildwirkung, ich habe es vorhin schon gesagt, wird ausbleiben. Und es ist eine rasche, man müsste sagen, umgehende Umsteuerung erforderlich, wenn Schlimmeres verhütet werden soll. Und ich komme jetzt zur Korrektur der deutschen Energiewende, nur etwas sporadisch und etwas zusammengefasst. Der bisherige Ansatz der deutschen Energiewende, glaube ich, ist dargestellt worden, ist gescheitert und muss korrigiert werden.
Der forcierte Ausbau von Erneuerbaren, vor allen Dingen Wind und Solar, kann den Energiebedarf des Industriestandortes Deutschland allein nicht decken. Man muss anerkennen, dass die Erneuerbaren nur ein Element der Energiewende neben vielen anderen Energieträgern sein kann. Und wir sollten unsere Energiequellen diversifizieren, wie es jedes vernünftige Land macht und wir auch hatten, Energiemix und einen wesentlichen Teil unserer Energie aus einheimischen Quellen schöpfen, um a. unabhängiger von Wetterbedingungen und b. unabhängiger von Importen zu werden. Nächste Folie, das ist die letzte. Ich nehme mir 4 Punkte, sage ich hier, die habe ich schon genannt eigentlich, die werden aber nicht gemacht. Laufzeitverlängerung der 3 noch betriebenen und Reaktivierung der Ende 21 abgeschalteten Kernkraftwerke. Die Schwierigkeiten hat der Haferkorn dargestellt, deswegen ist ihm auch Eile geboten. Da Kohlekraftwerke kein CO2 emittieren, wäre das auch ein Beispiel für das selbstgewählte Ziel. Was ich für falsch halte, aber was ja angestrebt wird damit. Wir brauchen eine Neubewertung der Kernenergie und nach meiner festen Überzeugung auch Neubau von Kernkraftwerken, zumal die Kernkraftwerke der 4. Generation die Transmutation Atommüll aus Zwischenlagern als Brennstoff über ein Jahrhundert liefern können. Das ist eigentlich übereinstimmende Erkenntnis derjenigen, die sich damit beschäftigen. Ein Endlager wäre damit entbehrlich, also die vielen herrlichen Entschuldigungen tragen nicht. Ein Moratorium zum Kohleausstieggesetz, Verzicht auf vorgezogenen Schließungszeitpunkt der Ampel und schnelle Reaktivierung stillgelegter Kohlekraftwerke. Was wir jetzt machen, ist vorsichtig mal 1 oder 2, soll ja nichts anfassen. Drittens, Nutzung der heimischen Erdgasvorkommen zur Entlastung des Flüssiggasimports und Aufhebung des faktischen Fracking-Verbots. Und schließlich, das gilt aber nur, wenn wir sagen, wird das was mit dem CO2 oder glauben an CO2-Aufhebung, das Verbot der CO2 in Speicherungstechnologien und Erzeugung CO2-freien Stroms aus Kohle und Gas, vorwiegend aus einheimischen Vorräten. Das Letzte kann man natürlich unterschiedlich sehen, aber ich sage immer wieder, das ist die Motivation eigentlich und diese Motivation wird sich auch nicht bewahrheiten, weil man es gar nicht danach handelt. Es ist ein doppeltes Handeln, was da ist. So, und nun bin ich zum Ende gekommen. Ich wünsche uns einen sehr milden Winter und vielleicht ein bisschen Gottesfunken in die Gehirne der meistens, sagen wir mal, abschlusslosen Regierungsspitzen. Dankeschön. Kurz. Ist irgendwie aus dem Licht raus. Bleiben Sie noch ein paar Sekunden. Ja. So, jetzt haben wir da 2, 3 Fragen. Hier 1, 2. Herr Merbach, mit Verlaub, die Angabe, dass das Endlager für sogenannte strahlende Abfälle entbehrlich sei, ist mit Vorsicht zu genießen, denn selbst wenn wir den schnellen Brüter schaffen, wie in anderen Ländern, bleiben immer noch genügend Abfälle, die wir tatsächlich lagern müssen, nennen wir es nicht Endlager, sondern irgendwie wie die Franzosen unter 10 Meter Lehm. Das ist alles eine Frage der Diskussion der Einzelheiten, aber es gibt eben die sogenannten minoren Aktiniden, die wir tatsächlich einigermaßen sicher wegschließen müssen, zwar nicht auf Millionen, wie evangelische Pasteure oder Bischöfe in Panikmache sagen, sondern über mehrere Jahrhunderte. Also in der Tendenz haben Sie recht, wir brauchen nicht diese Endlagerpanik, aber doch Endlager generell auszuschließen können wir uns tatsächlich physikalisch gesehen nicht leisten. Eine gewisse Endlagerung braucht man ja auch bei medizinischen und ähnlichen Abfällen. Und ich war auch Strahlenschutzbeauftragter und Leiter eines Isotopenlabors viele Jahre. Also ein bisschen was ist ein Hintergrund da. Sie haben recht, absolut kann man das nicht sagen. Aber es sind 2 Dinge. Man kann erstens Energie gewinnen. Und es gibt ja jetzt sehr kleine Kraftwerke. Einer ist gerade verkauft worden von Deutschland. Dieser Fluidreaktor heißt noch ein bisschen länger nach Kanada, weil es bei uns verboten ist. Die Russen und die Amerikaner haben die 4. Generation. Und man kann die Abfälle zunächst mal energetisch weiterverwenden. Und dann kann man transmutieren in andere
Nuklide und die Einzelheiten muss man natürlich diskutieren. Wir gehen aber ja gar nicht ran, sondern wir nehmen es als Feigenblatt für unsere Untätigkeit. Gut, danke. Folgendes Thema: Die Windkraft entnimmt aus der Atmosphäre kinetische Energie. Und unser Wetter ist nun mal abhängig davon, dass es kinetische Energie gibt in der Atmosphäre, dass nämlich Luftmassen, feuchte Luftmassen aneinander zusammenkommen und es dadurch Regen gibt. Und wenn man diese kinetische Energie herunterfährt, wird das irgendwann weniger werden. Das ist ein Punkt, der überhaupt noch nicht diskutiert worden ist. Man sollte mal drüber rechnen. Ich habe das noch nicht gemacht, aber ich möchte das in die Diskussion bringen. Es gibt Veröffentlichungen dazu in Amerika schon länger, Lehrer, bei uns neuerdings auch, aus Geesthack, glaube ich. Und es ist in der Tat so, die Windräder, ganze Rudel, nehmen die Energie der Luftströmung auf. Also die Energie ist erstmal weg vom Wind. Der Wind wird wie beim Berlin oder östlich des Harzes, wird er schwächer. Die Luftmassen gehen wieder nach unten und im Grunde kriegt man eine größere Trockenheit und Wärme. Im Moment wird kalkuliert weltweit, und da gibt es auch Originalveröffentlichungen, dass die Windräder nicht etwa zur Erniedrigung beitragen der Erderwärmung, sondern dass sie plus 0,5 Grad bringen. In Deutschland ist aber nur gemacht worden, dass man die Rudels da in Offshore auf Lücke baut, um die Energie sich nicht abzugraben. Aber Sie haben völlig recht, und es gibt inzwischen Grundlagenarbeiten, die aber unsere unparteiische Presse eben nicht kolportiert. Und ich hatte aber hier nicht über Windräder zu reden, da könnte ich einen ganzen Vortrag darüber halten, was da alles noch für andere Schäden und Rohstoffdinge und Ähnliches gibt, ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir wollen jetzt unsere Energie, wie heißt es, Freiheitsenergien hundertprozentig haben durch unser, und das wird glatt vom Bauch, es geht schlicht nicht, naturwissenschaftlich, ökonomisch sowieso auch nicht. Herr Professor Mehrbach, meine Frage schließt sich im Grunde an Ihr letztes Statement an. Sie hatten auf der vorletzten Folie, glaube ich, war es geschrieben, die erneuerbaren Energien können nur ein Bauteil oder ein Baustein sein, vielleicht noch eine zurück da. Ein Element, haben Sie gesagt. Also nach dem, was ich über die Erneuerbaren weiß, nach dem, was wir hier heute gehört haben, nach dem, was Sie eben gesagt haben, brauchen wir die Erneuerbaren eigentlich so nötig wie ein Loch im Kopf. Ja, man kann es so sehen, ja. Wäre es nicht an der Zeit, dass man diesen Energieerzeugern die Auflage macht, und das ist meine Frage, sich so zu verhalten wie die von für Kohle, Kernkraft und anderen, nämlich jederzeit und immer bedarfsgerecht lieferbereit zu sein. Täte man das, dann hätten die einige Möglichkeiten, das zu tun, eigene Gaskraftwerke zu errichten oder sich durch Versicherungen oder andere Möglichkeiten abzusichern für den Fall, dass sie nicht liefern können und ein Dritter einspringen muss. Und wir hätten dann Wettbewerbsgleichheit hergestellt. Und dann könnte man darüber nachdenken, brauchen wir sie noch oder nicht? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist, Sie hatten über die Fracking, das sogenannte Fracking-Verbot, gefordert, das aufzuheben. Meine Befürchtung ist, das alleine reicht nicht, denn inzwischen gibt es ein wahnsinniges Gestrüpp von Vorschriften, die im Grunde jegliches Einbringen von Flüssigkeiten in den Boden untersagen. Jegliches, es sei denn, es wird ausdrücklich erlaubt. Das heißt, sogar destilliertes Wasser ist danach verboten, denn es gibt es in der Natur nicht. Und auch da muss man ran. Wie man das macht, glaube ich, brauche ich Sie nicht zu fragen, können Sie auch nicht beantworten. Aber das ist eine Ergänzung zu der Feststellung. Die Aufhebung des Fracking-Verbots reicht leider nicht. Gut, das ist natürlich richtig, dass es nicht reicht. Aber erstmal muss man den Willen haben, auf dem Weg zu gehen. Der Wille ist ja nicht da, es wird pauschal abgelehnt. Denn dann wird aber das gefreckte Gas überall gekauft. Für den 3-, 4-, 5-fachen Preis. Und das wäre erstmal eine Entscheidung, auf eine andere Geschichte zu kommen. Mal abgesehen, dass man die jetzigen 5% herkömmlich geförderten Gases verdreifachen könnte innerhalb von 2-3 Monaten, das macht man ja auch nicht. Ich kann politisch in dieser Richtung überhaupt keine, sagen wir mal, Folgebestimmungen zur Aussetzung der bisherigen Dinge empfehlen. Dazu fehlen mir die Kenntnisse. Ich habe
nur, und das ist ja das Ziel dieses Artikels, der dem zugrunde liegt, ich habe versucht, in mehreren Artikeln der letzten Zeit, die politischen Entscheidungsträger, die halbwegs willig sind, auf die richtige Spur zu bringen. Das, ich kann detaillierte Dinge zum Gasfracking natürlich nicht sagen. Ich weiß natürlich, habe die Arbeiten gelesen, die ich auch dann zitiere da drin. Und das Zweite ist, geben Sie mir nochmal das Stichwort. Bedarfsgerechte Einspeisung halte ich von Erneuerbaren gänzlich, also nicht Erneuerbaren insgesamt. Man muss ja immer noch sehen, das Biogas und all solche Dinge, Wasserkraft. Aber das, was aus Wind und Sonne, also diesen variablen Wackelangebot, das kann man ohne Hintergrund von Kraftwerken nicht machen. Das geht einfach nicht, es sei denn, dass ein Dorf für sich energieautark wird. Ich habe mir ein paar solche angeguckt, aber vom großen Netz haben sie sich alle nicht abschalten lassen. Das war immer so, dass sie die Rückversicherung noch hatten. Gut, und ich kann Ihnen nur sagen, es kann ein Teil sein. Und in der Diskussion ist das ja nicht schlecht, wenn man jetzt sagt, den Politikern hier, das könnt ihr machen, aber ihr müsst das und das und das auch noch machen. Wenn sie auf den Weg kämen, wären wir auf der richtigen Seite. Nur, ich fürchte, sie vertrödeln die Zeit weiter rum und dann geht es nicht rückgängig. Dann kommt alles das, was Herr Haferkorn uns gesagt hat. Genau dahin wird es gehen, und zwar für die Ärmeren in erster Linie. Nicht für die, die davon jetzt reden. Das sind alles reiche Leute. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal. Darf ich Ihnen überreichen. Herzlichen Dank.